Ja, Feedback war nicht nur, dass es mir sehr gut gefallen hat von der einerseits der Bildqualität und der Tonqualität, sondern auch, dass das Feedback, was ich von anderen gehört habe, die das direkt beurteilt haben, gesagt haben, das ist ja unglaublich. Also für den Zeitaufwand, den ihr getrieben habt und das Equipment, ist das absolut top professionell. Da kann ich gar nicht mehr zu sagen. Und das, wenn ich mir die angucke, die Aufnahmen, auch auf Maximum Auflösung, ich sehe, das ist ein gestochen scharfes Bild und der Sound ist, wie, also ich bin natürlich kein Profi, was das angeht, aber als wenn du es halt übers Fernsehen zum Beispiel siehst, ja, oder wie im Kinofilm. Professionalität des Equipments, der professionellen Fragestellung von dir, dass du auch für extreme Entspannung gesorgt hast, dadurch, dass es einfach wie ein lockeres Gespräch war, einfach nur, dass die Kamera lief. Die habe ich aber irgendwann auch weggefiltert. Das heißt, du warst ja auch so gut, dass ich irgendwann gar nicht mehr registriert habe, dass da eine Kamera war, sondern es war wirklich ein Kontakt so zwischen uns beiden, Aug in Aug. Und die Kamera, dass da ein rotes Lämpchen leuchtete, das war irgendwie vielleicht dann noch im Hinterkopf so ein bisschen, aber ansonsten war das halt einfach ein richtig lockeres und völlig zwangloses und unkompliziertes Gespräch. Das hat mir sehr gut gefallen. Super entspannt. Also ich erinnere mich, es war im Sommer. Ich hatte kurzfristig auch tatsächlich mit dir den Dreh vereinbaren können. Das war sehr angenehm für mich, weil ich natürlich auch extrem unter Zeitdruck stand. Ich musste schnell einen Film drehen. Und im Anbetracht der Kürze der Vorbereitungszeit hat das für mich alles super tadellos geklappt mit dem Zusammenschneiden und allem drum und dran, der Bildqualität und der lockeren, das war für mich besonders spannend. Ich habe mir die Aufnahmen letztens auch mal wieder angeguckt. Auch die Outtakes zum Beispiel, ja, die Entspannung während des gesamten Drehs, die du erzeugt hast durch die Art deiner Fragestellung zum Beispiel. Das ist eine Sache, an die ich mich sehr gerne zurückerinnere.